Willkommen zurück bei Alundra für die PlayStation. Ich bin der Recki und ihr seid die Zuschauer. Ja, am Anfang wird mein Ton manchmal nicht aufgenommen. Habe ich jetzt gemerkt. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon gewundert, warum ich manchmal am Anfang nichts sage. Das hat nur damit zu tun, dass er den Ton, wie gesagt, nicht aufnimmt. Und ich weiß echt nicht, warum. Wenn wir von hier so runterspringen irgendwie, nützt uns das was? Nö, wir müssen... Kommen wir hier lang? Nee. Zack, zack, zack. Ach, warte mal. Kann ich das vielleicht irgendwie hochheben? Auch nicht. Ganz schön gefährliche Mucke, ne? Zack. Kann ich hier reinspringen? Nö, ich kann da nicht reinspringen. Wenigstens ist das Ding jetzt offen. Oh, ich kann da drauf springen. Witzig. Aber dann geht's da nicht rein. Okay. Ja. Und ich habe echt keine Ahnung, wo und wie und überhaupt es hier weitergeht. Also hier geht schon mal gar nichts weiter. Also wenn, muss ich wirklich hier rein. Aber da drin komme ich ja auch nicht weiter. Ach. Bin ich jetzt doof? Guck mal, da ist ein Eingang. Da waren wir drin. Und da ist ein anderer Eingang. Da war ich jetzt noch gar nicht drin. Dödö. Da muss ich wahrscheinlich rein, ne? Wir waren immer in einem anderen Eingang, glaube ich. Gucken wir einfach mal. Ja, hier waren wir noch nicht drin. Da, Maka, das hat wohl auch nicht gewirkt. Vielleicht sollten wir einfach abhauen. Ja, haut mal einfach ab. Oh, wollte ich dich verschieben? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Aha. Da haben wir die Truhe. Und ist hier hinter noch was? Nö. Wir können die wegschieben, aber das nützt uns erstmal nichts. Dummi, dummi, dummi. So. Dann gehen wir jetzt hinterher. Du wirst nicht gewinnen, Ungläubiger. Deine Lebenszeit läuft ab. Wow. Weggerotzt. Aua. Aua. Aber ich hätte gerne trotzdem das Geld. Auch wenn ich sterben muss. Meine Lebenszeit läuft wirklich ab. Wenn er sich weiter so dumm anstellt. So. Da, Maka! Ach, das ist Kraftausdruck. Du hast mehr Kraft, als ich dachte. Wie passt dir das? Ja, komm, ich rotze dich weg, weil ich kann ja eh über dich rüberlaufen. So, und weg. Ja, wieder schießt weiter. Gibt's ja gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir die alle mitnehmen. Wie auch immer wir das machen sollen. Weil da geht schon mal einer von kaputt. Okay, hier ist aber nichts mit anzufangen. So, schön ausweichen. Was nützt uns das jetzt? Oh oh. Schnell einen Krafttrank nehmen. Und noch ein Heilkraut hinterher.
Jetzt können wir da nicht mehr rüber. Hm. Was nützt uns das? Aha. Wir können das eine Ding da bunkern. Und das andere Ding können wir... Ach doch. So irgendwie. Jetzt komme ich da trotzdem nicht hin. Dum 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 dum. Nee, anders. Anders. Den mitnehmen. Und nicht treffen lassen. Und da hochwerfen, damit wir den gebunkert haben. So. Und jetzt den hier hinwerfen. Uns Energie holen, die es hier hoffentlich gibt. Jawohl. So, da drauf und da drauf. Sehr gut. So. Wir können dich nicht länger leben lassen, Eindringling. Hier, nimm. Du kannst nicht wegrennen, du kannst nur sterben. Ja, ist doch gut. Die müssen mich nicht alle immer treffen. Ja, wie? Kommen immer mehr? Warte mal. Idee? Idee, Idee, Idee. Nützt nichts, es kommen wirklich immer wieder welche. Ne, kommen immer wieder welche. Und ich komme da nicht hoch. Verdammt. Verdammt, verdammt. Er ist zurück, vielleicht wird ihn das hier ruhig stellen. Oh. Falscher Schalter, das ist nicht gut, lauft. Oh Mann. Einfach nur wegrennen. Wie witzig. Es ist verschlossen. Ach. Hätte ich nicht gedacht. Wäre ich echt nicht drauf gekommen. Okay. Ich dachte noch, da kommen echt immer wieder welche. Dubi dubi dum. So. Oha. Den nach rechts. Den nach rechts. Geht nicht. Den aber nach rechts. Geht auch nicht. Wieso geht das alles nicht? Dann möchte ich aber gerne den nach links. Den nach unten. Den nach unten. Wieso geht das nicht? Muss das auch noch die richtige Reihenfolge sein? Dumm, die dumm, die dumm. Hm. Warte mal. Das geht aber. Okay. Das geht jetzt auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Das geht aber. Das geht nicht. Hä? Wieso kann ich euch den nicht wegschieben? Ich will nicht schieben. Mensch. Na, du bist ja kein Mensch, aber ist ja egal. Aha.
Aha, man muss auch die richtige Reihenfolge machen. Dedededede. Okay, so kann man alle schieben. Aber nützt nichts, wenn man die Schalter nicht aktiviert kriegt. Warum habe ich es denn jetzt gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Vielleicht da wirklich erst den hier. Der lässt sich nicht schieben. Was ist mit dem dahinter? Auch nicht. Der hier geht aber nach links. Dann ist der Schalter auch aktiviert. So. Der geht doch auch nach links. So. Den dahin. Schieb dich rüber. Wieso schiebt er sich nicht? Oh, das ist wahrscheinlich der Einzige, der sich nicht verschieben lässt. Dum 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 dum. Ich wollte gerade sagen, mir ist das hier zu einfach. Tja, war wohl nix. Welcher war jetzt der Erste? Er hier. Damit der schon mal aus dem Weg ist. Und damit der schon mal aus dem Weg ist. So. Kann ich die auch nach unten schieben? Nö. Ich kann die nur nach rechts und links verschieben. Warte mal. Dich da oben weg. Und dann dich hier weg. So. Nein, ich wollte den nach rechts schieben. Jetzt im Eifer des Gefechts. Habe ich das verpeilt irgendwie. Wobei ich nicht glaube, dass das was nützt. Wenn ich der Letzte bin, der auf den Schalter drückt. Ich glaube, die müssen alle gleichzeitig da stehen bleiben, oder? Nee, reicht einmal so. Puh, wieder was geschafft. Sehr gut. Jetzt sind wir hier oben. Yay. Heilkräuter. Und? Ein Schlüssel. Mit dem wir da oben lang können. Da, wo gerade die verschlossene Tür war. Ja gut. Dann komm her. Ich wollte mal vorsichtshalber meine Energie auffrischen. Nicht, dass wir dann gleich hier sterben müssen. Und die Musik ist weg gewesen. Weil wir jetzt draußen sind. Okay. Hier nützt uns das nichts. Okay, hier müssen wir wieder rein. Und die Musik geht wieder weiter. Von wegen, wir hätten jetzt Ruhe. Er ist schon so weit in die Höhle eingedrungen, aktiviert sofort die Falle. Leben. Hoffen wir mal. Jetzt habe ich meinen Vornamen gesagt. Oh mein Gott. Ich heiße Kevin. Wie kann man nur? Nein, ich heiße Recki natürlich. Schnell, rüber.
okay. Wegrotzen. Watz, 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 watz. So, geht jetzt das Tor auf hier? Nö. Es will nicht aufgehen. Dann aktivieren wir halt den Schalter. Und zack, ist es offen. So. Dann können wir auch hier lang. Können wir hier so ein paar davon wegschubsen? Ach ne, nur den einen, ne? Genau den, der wahrscheinlich auf den einen drauf donnert. Wo wir jetzt auch hier hinterher springen können. Vorher ging das nicht. Und dann kommen wir da oben an. Dann können wir den wegschieben. Und wir kommen in einen Geheimgang. Hoffentlich... Der Motorenraum liegt direkt hier unten. Die Schalter müssen richtig gedrückt werden, um hineinzukommen. Bewege die Hebel in dieser Reihenfolge, um die Schalter zu aktivieren. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Okay. Wahrscheinlich hier oben. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Zum Weitergehen muss der Schalter betätigt werden. Drücke jeden Schalter einmal, dann zweimal in umgekehrter... Boah. Wieder Aufschreibetime. Gerade war schon was zum Aufschreiben. Und jetzt ist wieder was zum Aufschreiben. Gut, dann machen wir es mal eben, ne? Bis gleich. So, weiter geht's. Text aufgeschrieben. Und dann können wir jetzt hier nach unten lang. Da, wo wir gerade schon gemerkt haben, da geht's lang. So. Und jetzt müssen wir uns wieder was aufschreiben. Da schneide ich aber jetzt nichts raus, weil das geht schnell. Die Reihenfolge ist... Links, rechts, links, links, rechts, rechts. So. Das hat damit wahrscheinlich noch gar nichts zu tun, oder? Doch, natürlich. Ach ne, unten geht's ja auch noch raus. Jeden Schalter einmal und dann in umgedrehter Reihenfolge, haben die gesagt. Achso, hier war nur der Eingang, okay. Jeden Schalter einmal. So. So. Und dann zweimal in umgekehrter Reihenfolge. Hä? Kapiere ich nicht. Tut mir echt leid, ich kapiere das nicht. Was passiert denn, wenn ich den nach rechts schiebe? Dann kann ich gar nichts mehr machen. Jeden einmal drücken und dann in umgekehrter Reihenfolge. Ja, die sind ja jetzt gedrückt. Aber welcher wurde denn zuerst gedrückt? Weiß ich doch nicht. Liegt direkt hier unten. Die Schalter müssen richtig gedrückt werden, um hineinzukommen. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Okay. Kann ich dich auch wieder zurück machen? Nö. Ich kann die doch gar nicht hin und her schieben. Ich kapier's nicht, Freunde. Boah. So ein Mist. Was haben wir denn da oben? Wir waren da ja gerade, aber irgendwie bin ich jetzt verpeilt. Dum 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 dum. Ja, die Schalter drücken, aber das kann ich ja gar nicht. Und hier geht's ja auch nicht durch.
Nur für die kleinen Männchen. Und hier kann ich ja gar nichts drücken. Uiuiuiui. Ja, dann bin ich mal gespannt auf den nächsten Part. Wie schnell wir das Rätsel lösen. Ich habe ja Angst, dass wir jetzt drei Parts dafür brauchen. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.